Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Ja, dieses Video soll einfach nur mal ein bisschen was zeigen, was ich in Zukunft so vorhabe. Ihr habt ja die Endurance gesehen, wie ich die gebaut habe. Und da habe ich ja ein paar Sachen geändert. Also noch ist sie ja nicht fertig. Da wird auch noch ein bisschen was dran gemacht. Von Weitem könnt ihr schon ein bisschen sehen, dass die Beiboote ein Persenning drüber haben, aber dazu später irgendwann mal mehr. Und ich habe ja, wie gesagt, da ein paar Sachen drauf geändert zum Bausatz, weil ich mir hier das Buch ja geholt hatte von der Shackletown Expedition, die Endurance, und konnte dann anhand der Originalbilder, die hier drin sind, konnte ich dann ein paar Sachen ändern. Und das hat mir im Grunde genommen sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt angefangen, ihr wisst ja, ich habe ja so viele angefangene Modelle und noch so viele neue Modelle, die noch nicht gebaut wurden. Und unter anderem zum Beispiel die HMS Terror, die steht ja da oben noch dahinter, schon ein bisschen eingestöft. Aber da habe ich dann mir, von der Terror gibt es so weiter kein Buch, aber es gibt von der Erebus. Und die Erebus und die Terror sind ja beide zusammen auf der Franklin-Expedition gewesen, um die Passage durch die Arktis, die Nordpassage, zu finden. Und ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel, also da will ich mir dann so ein paar, also wenn ich das Schiff dann bauen werde, auch dann hier das Buch lesen, um mir da, ja, um euch ein paar kleine Geschichten zu erzählen, habe ich euch ja bei der Endurance auch erzählt. Und um mir ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Anregungen zu holen, um vielleicht ein bisschen mehr Feedback, ein bisschen mehr Hintergrund zu haben bei dem Bau von dem Schiff. Dann habe ich, das hatte ich ja schon länger, das Buch. Das habe ich irgendwo auch noch, habe ich noch gar nicht rausgeholt, aber ich will mir mal vornehmen, das rauszuholen. Habe mir das nochmal besorgt bekommen. Und zwar die Modellbaufibel quasi, die eigentlich die Fibel für die Schiffsmodellbauer. Von Wolfram zu Mohnfeld, Schiffsmodelle. Dieses Buch hier wird auch irgendwann mal in der Verlosung landen. Das heißt, irgendwann wird einer von euch dieses Buch bekommen. Wie das vonstatten geht oder so, das weiß ich noch nicht. So, jetzt geht es ja noch weiter. Achso, von wegen bekommen. Bevor wir uns die nächsten Bücher anschauen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen. Boah, das geht gerade ein bisschen schleppend. Ihr wollt wohl nicht, dass ich 7000 Abonnenten kriege. Ich habe da auch ein paar Sachen zu verlosen. Und zwar einmal gibt es zum Beispiel den Mohnfeld auch nochmal in Kleinformat. Hier steht fast genau, also steht genau das gleiche drin wie in dem dicken Buch, nur dass dort ein bisschen mehr drin steht. Also das ist dann sozusagen die kleine Modellbau-Bibel, nennen wir sie die Modellbau-Fibel. Und dann eben noch ein Handbuch für Schiffsmodellbauer, wie die dann ja, gerne im RC-Bereich arbeiten. Natürlich sind hier einige Sachen veraltet drin, aber wer weiß, wenn man restauriert oder so, vielleicht ist das ein oder andere dann doch noch machbar. Dann habe ich euch ja erzählt, apropos Nordwestpassage in die Arktis, hier von Santiano das Poster nochmal zu sehen, ne? Hier, das ist die Arktis. Das Schiff, was am nördlichsten in der Arktis war, ohne Motorhilfe, auch ohne Motor, war das Expeditionsschiff Grönland. Das war eine deutsche Expedition und die ist am nördlichsten gekommen, über den 80. Breitengrad von 1867. Das ist sozusagen ein Papierbogen, Bastelbogen. Hier könnt ihr schon mal so noch mal reingucken. Den habe ich mir zweimal geholt. Einmal, um das Ganze für euch zum Verlosen, vielleicht möchte ja auch einer in 1 zu 100 den Papierbogen bauen. Ich nehme den Papierbogen und werde daraus mir Schablonen machen, um
die Grönland irgendwann, also nicht heute und nicht morgen und auch nicht übermorgen. Ich weiß, ich bin ein bisschen größenwahnsinnig, aber gerade diese Schiffe, was die im Eis waren, die haben es mir gerade irgendwo irgendwie angetan. So nicht nur im Eis, überhaupt so Expeditionsschiffe. Das Besondere daran ist, das ist ja vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, dieser kleine Bau, diese mit Bauanleitung, dieser kleine Bastelbogen. Das Besondere daran ist, dass es dieses Schiff noch gibt. Das liegt in Bremerhaven und das kann man sich noch angucken. Und ich meine auch, dass bis auf die letzten beiden Jahre und dieses Jahr vielleicht auch nicht, dass sie jedes Jahr zum Hafengeburtstag nach Hamburg kommt, dass sie dort auch fährt. Also, ne? Das wäre dann auch nochmal ein Preis. Dann habe ich, weil ich stehe jetzt gerade auch so ein bisschen auf die Bounty, gibt es einen uralten Plastikbausatz von der Bounty, ne, von der Meuterei auf der Bounty. Wie gesagt, ich habe euch den ja schon mal vorgestellt gehabt. Von 1972, also der ist richtig schön alt. Hier noch schön mit Marlon Brando drauf. Und das wäre ja vielleicht auch für jemanden was, um das Ganze zu verlosen. Und dann habe ich noch ein Holzbausatz von Okre. Kein Schiff, sondern eben so eine alte, die Rocket, die alte Lokomotive. Vielleicht wäre das ja für jemanden was. Also das wären dann sozusagen so Preise für das 7000er Abo Spezial. Also gebt euch mal Mühe, macht Werbung für mich, damit die 7000 voll werden. Nein, Quatsch. Alles gut. Aber nur so als kleinen Anreiz. Ne? Und jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich mir alle so besorgt habe. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt bei diesen Büchern, weil die sind normalerweise ganz schön teuer. Und ich habe, wie gesagt, einigermaßen Glück gehabt, die zu bekommen. Und zwar sind das die Bücher von Anatomy of Ships und zum Beispiel hier die Bounty. Das habe ich auch in deutscher Sprache. Hier sind dann, gibt es Zeichnungen drin, auch von den von den Innenräumen. Hier zum Beispiel kann man ein bisschen so gucken, dass man, weil die Bounty möchte ich ja auch mal bauen und natürlich, ich will jetzt nicht sagen originalgetreu, das werde ich sowieso nicht schaffen, aber so originalgetreu wie möglich, also für mich möglich. Sagen wir es mal so. Deswegen habe ich mir diese Bücher geholt und ja, da freue ich mich dann schon drauf und dann, wenn ich dann anfange, bevor ich anfange, werde ich mir das Buch dann schnappen und dann ein bisschen studieren. Das gleiche hier, Anatomy of the Ship von der Essex. Die Essex habe ich ja auch noch. Von dem Walfänger mit Moby Dick. Den Wal könnt ihr jetzt gerade nicht, glaube ich, nicht so richtig sehen. Das Buch ist zwar auch in englischer Sprache, aber nichtsdestotrotz sind dann eben hier auch Zeichnungen drin, die mir dann helfen werden. Also das Schiff werde ich nicht offen bauen, aber dass ich dann weiß, wie genau sind die Anker positioniert, wie sah das auf dem Deck aus, weil dann doch die Okre-Bausätze sind zwar schön, geben wir alle zu, mögen wir gerne bauen, aber wenn man noch so die ein oder andere Detail ändern kann und verbessern kann, nicht verschlimmbessern, sondern verbessern kann, dann machen wir das natürlich gerne. Das gleiche habe ich auch in englischer Sprache von der Constitution. Ich habe das gesehen, fand das preiswert für mich und habe mir das dann gleich geholt. Also das ist quasi, ich sag mal so, die bei mir Mitglied geworden sind auf dem Kanal, die kleinen Euros, die helfen mir natürlich sehr doll, zum Beispiel für die Anschaffung eben solcher Bücher. Das erleichtert mir das dann quasi. Und ja, es spricht von der Sache her nichts dagegen, wenn ich irgendwann dann fertig bin mit diesen Schiffen, dass man die Bücher dann, ja, entweder auch mal verlost oder auch gerne mal ausleiht. Dann habe ich ganz frisch heute ein Buch bekommen. Das ist dann in weich, weil in hart war das nicht möglich zu erwerben, weil das Buch hätte dann weit über,
glaube über 120 oder 140 Euro gekostet. Aber das geht auch, ja, als Taschenbuch nennt man das hier Ganze. In der Version geht das natürlich auch. Auch das gibt es nur in englischer Sprache. Das ist von John McKay. Die anderen sind immer von Karl-Heinz Marquardt. Das gut Komische ist, dass die Constitution das Buch in Englisch ist, obwohl das von Marquardt geschrieben wurde. Naja gut, ist halt so. Und auch hier bei der Victory gibt es viele Schnitte durchs Schiff. Querschnitte, Längsschnitte, horizontale Schnitte. Hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Eddie baut doch die Victory teilgeöffnet, ob ihm das vielleicht eine Hilfe gewesen wäre. Ich habe ihm das schon geschickt per WhatsApp, dass ich dieses Buch habe. Mal gucken, vielleicht möchte er sich das ja nochmal ausleihen, dann soll das kein Problem sein. Und das erste, was ich bekommen habe und worüber ich richtig froh bin, ist das von der Endeavour, von Kapitän Cook. Auch da wisst ihr ja, dass der Bausatz ist nicht teilgeöffnet. Auch da möchte ich sie aber auf der einen Seite offen darstellen. Mal gucken, die Bounty und die Endeavour, einmal Backbord, einmal Steuerbord. Mal gucken, wie das Ganze denn hinkommt. Das Besondere daran ist, gerade was jetzt Bounty und Endeavour angeht. Mit der Endeavour ist ja Kapitän Cook gefahren. Aber auch noch irgendwann mit einem anderen Schiff, mit William Bligh. Mit Lieutenant William Bligh ist er zusammengefahren. Wer ist Lieutenant William Bligh? Der ist auf der Bounty als Kommandant gefahren. Kapitän war er damals nicht. Das musste er auch nicht, weil die Bounty so klein war, dass man dafür kein Kapitän sein musste, um dieses Schiff zu befehligen. Deswegen reichte Leutnant. Also Leutnant William Bligh ist vorher schon mal mit Cook mitgefahren und hat sozusagen Seekarten gezeichnet. Das konnte er sehr gut. Und darauf aufbauend hat die britische Admiralität ja immer viele schöne, gute Karten gehabt. Das ist sozusagen der Zusammenhang. Endeavour Bounty. Jetzt gibt es noch ein weiteres Schiff. Das Buch ist unterwegs zu mir. Und zwar die Pandora. Was ist die Pandora? Die Pandora ist auch ein Schiff von der englischen oder britischen Admiralität. Und zwar die Pandora wurde ausgeschickt, um die Meuterer von der Bounty zu fangen. Haben sie auch geschafft, zum großen Teil. Fletcher Christian und noch ein paar andere Offiziere, also ein paar Offiziere ist ja Quatsch. Fletcher Christian und ein paar haben sie nicht bekommen. Aber der Großteil der Meuterer wurde gefangen genommen. Und dann ist die Pandora Richtung nach Hause gewesen und auf dem Great Barrier Reef, ne, große Barriere Reef, was heutzutage ja jeder eigentlich kennt, zumindest aus irgendwelchen Dokus im Fernsehen, da ist sie auf Grund gelaufen und gesunken und da haben dann 31 Besatzungsmitglieder plus 4 Meuterer ihr Leben verloren und das gehört eben auch zu diesem Dreigestirn und jetzt versuche ich, die Pandora gab es von Constructo. Jetzt versuche ich die ganze Zeit dieses Schiffchen zu bekommen. Habe ich auch eine Suchanzeige bei eBay Kleinanzeigen aufgegeben. Spreche ich auch gerne hier nochmal an. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, dieses Schiff zu bekommen. War, glaube ich, von 2005. Bis gestern, zwischendurch war ich Höchstbietender für einen nicht vollständigen Bausatz. Also die Spanten und der Mittelträger waren nicht dabei, aber die Schablonen, also hätte man das ja dann duplizieren können, wäre kein Problem gewesen. Die Decks waren auch nicht dabei, auch keine Schablonen, aber das hätte man zeichnerisch auch hinbekommen. Vor allen Dingen, weil das Buch von der Pandora unterwegs ist, auch so eins, zwar auch in englischer Sprache, aber egal. Bloß das ging leider so hoch und ich hatte das den Nachteil, weil das war eine britische, auch bei eBay in Großbritannien, in UK. Und das wurde dann nachher viel zu teuer. Und deswegen musste ich leider davon ablassen. Und zwar wären dann nicht nur das Gebot, was man hätte zahlen müssen, sondern noch Steuern zahlen müssen und ich glaube 27 Euro Versand hätte man auch zahlen müssen und deswegen musste ich leider aufgeben.
das sollte ja nicht in uns ins Unendliche ausarten. Also so wisst ihr so ungefähr, was ich denn so mal demnächst vorhab. Wie gesagt, die Endurance soll natürlich erst fertig werden und dann haben viele ja von euch mitbekommen, auch bei Twitch mitbekommen, die Kadisaak ist voll in Arbeit. Ich bin kurz davor, mit der Tagelage zu beginnen. Ich habe schon ein bisschen angefangen mit dem stehenden Gut. Der erste Wand ist sozusagen vorbereitet, noch nicht gespannt, weil ich da noch was geändert habe. Auch da will ich ja die Kadisaak anhand von Fotos, die ich selber gemacht habe oder die ich dann bei Tante Google finden werde, die Kadisaak dann eben ein bisschen besser darzustellen, ein bisschen originalgetreuer. Seht es mir nach, wenn das natürlich nicht hundertprozentig ist, aber so eben so einige Sachen, was man eben gut verändern kann, werde ich dann machen. Wie zum Beispiel gerade hier bei der Endurance, da sollten die Anker in eine Klampe hängen und so haben die Anker nie gehangen, also zumindest in dem Zeitalter nicht, sagen wir mal so. Von viel älter, gerade bei der Victory habe ich schon gesehen, da war es dann doch noch ein bisschen anders. Also da kann man dann drauf eingehen und ja, das ist sozusagen auch der Grund, warum ich dann die Bücher mir geholt habe, nicht nur um zu lesen. Und aber um zu lesen, ich habe jetzt auch von der guten Frau hier, Caroline Alexander, die das Buch geschrieben hat von der Endurance, die hat auch ein Buch geschrieben, die wahre Geschichte der Meuterei auf der Bounty. Und da bin ich gerade dabei, das zu lesen. Und ich muss euch sagen, Lieutenant William Bligh war nicht so ein Arsch, wie er in den Filmen dargestellt wurde. Natürlich muss er disziplinarische Maßnahmen als Vorgesetzter durchführen lassen. Also hat er nicht selber durchgeführt, die Auspeitschungen, also die wurden dann hat er durchführen lassen. Teilweise hat er dem sogar gar nicht beigewohnt. Warum weiß man das heutzutage alles noch? Das ist nämlich auch total spannend, weil hier ist das klar. Hier gibt es Bilder, es gibt Berichte, Shackletown selber hat darüber geschrieben, es wurden ja die Filmrechte und die Bildrechte und Schreibrechte vorher schon verkauft, damit man diese Expedition finanzieren konnte. Aber warum weiß man das von der Bounty? Das ist ja nun schon noch eine Ecke länger her. Die Offiziere oder auch Mannschaften haben Logbücher geführt, Tagebücher geführt und die mussten alle an die britische Admiralität abgegeben werden und die gibt es heute noch. Und das ist das Schöne daran, deswegen alles, was so mit der Zeit zu tun hat, gerade was mit dem britischen Empire zu tun hat, mit diesen Schiffen, die Aufzeichnungen, die es dann gibt, die entsprechen dann auch der Wahrheit, also nicht der Wahrheit, die aufgeschrieben wurde in den Logbüchern oder Tagebüchern. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz interessant. Und ja, deswegen konnte man auch, dann denke ich mal, gerade die Bounty, die Meuterei auf der Bounty, das war ja nun auch, das sind ja nur Filme, die kennt eigentlich jeder. Und wer das nicht kennt, dann ran und dann gucken. Ruhig beide gucken, den aus der 60er und den aus der 80er, die machen beide Spaß. Ich sag's euch. Nur mit dem Hintergrund, ihr wisst jetzt, dass Lieutenant William Bligh dann doch nicht so ein Arsch war, wie er in dem Film dargestellt wurde. Gut, ja, das soll es eigentlich gewesen sein für heute. So ein kleines Resümee, so ein kleines Schiffsmodellbau-Update kommen, so nennen wir das Ganze. Ne, das habe ich mir jetzt eben gerade ausgedacht. Ihr seht das dann schon am Titel, Schiffsmodellbau-Update. Und so werden wir das Ganze nennen. Ja, gebt euch ein bisschen Mühe, macht ein bisschen Werbung für 7000 und dann machen wir ein schönes 7000er Special. In welcher Form das dann verlost wird, weiß ich noch nicht. Wie das dann gemacht wird, auf jeden Fall, denke ich mal, machen wir das live. Und ich glaube, dass die Schiffsmodellbau-Bibel, die könnte ich mir vorstellen, dass es die live auf Twitch gibt, damit die Stammzuschauer, die bei Twitch zugucken, das sind nämlich ein paar weniger, da sind wir ein bisschen mehr unter uns, also ganz interessant eigentlich, ne? Werde ich das dann da höchstwahrscheinlich verlosen. Gut, also wisst ihr Bescheid, ich werde Literatur stöbern, wird Zeit mal wieder für einen kleinen Urlaub, ich habe viele Bücher zum Lesen, ne?
für einen kleinen Urlaub, also sprich wegfahren, sonst liest man ja doch nicht zu Hause. Oder wenn nachher Terrassenwetter kommt, dann kann man auch schön draußen sitzen und lesen. Ja, gut, das soll es eigentlich gewesen sein. So ein kleines Schiffsmodellbau-Update. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie ich das gesagt habe. Nicht, dass ich nochmal zurückspulen muss. Also Schiffsmodellbau-Update, das soll es damit gewesen sein. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Ich denke mal, morgen werde ich mich ein bisschen explizit um die Endurance kümmern. Ich habe in den letzten Tagen mehr geschraubt wie alles andere. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Die alles gucken von euch, die wissen das. Und ja, morgen gucke ich mal, dass ich ein bisschen mehr mich um die Endurance kümmere. Ich habe da auch noch ein bisschen was verändert. Das weiß gar nicht, könnt ihr das Glitzern sehen da oben. Ich habe nämlich noch die Funkantenne eingebaut, woher ich das weiß, aus dem Buch. Die gibt es nämlich nicht im Bauplan. Und ja, also geht's dann demnächst wieder weiter. Wer weiß, es kommt darauf an, was für eine Post wieder kommt, weil heute kam Terminator. Dann habe ich natürlich gleich ein bisschen Terminator geschraubt. Aber wie auch immer, das sehen wir dann. Also vor habe ich die Endurance erstmal fertigzustellen und dann wollen wir volle Lotte an die Cadizac gehen und dann mal gucken, ob wir mit welchem Schiff wir dann weitermachen oder ob wir dann doch noch mal was Neues anfangen. Weil Neuanfang macht immer riesengroßen Spaß. Ich weiß, ich habe hier viele Modelle, aber es ist aber auch zu sehen, dass nach und nach irgendwann mal was fertig wird. Ne? So ist das ja nicht. Also wenigstens eins wird jedes Jahr fertig. Ne? Immerhin. Das passiert auch nicht bei jedem. Gut, das soll es gewesen sein mit dem Schiffsmodellbau-Update. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in. Fragen und Anregungen gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, tschüss.